Im Namen des Aktionsbündnisses Urkanton möchte ich alle herzlich begrüßen zur Übergabe von der Unterschriften zum Referendum gegen das Covid-19-Gesetz. Es ist wahnsinnig, was für Anzahl Unterschriften das die letzten Tage hineingekommen sind. Wahrscheinlich in der Szene gestern waren es 22 Kisten gewesen, allein bei den Freunden der Verfassung. Und danke vielmals allen, die sind die Unterschriften sammeln, alle, die auch nur eine eingeschickt haben, jede Unterschrift zählt. Es war gewaltig, was die letzten drei Wochen reingekommen ist. Danke vielmals euch allen, die da sind, der Dreichler speziell. Und ja, das Aktionsbündnis hat, ich sage jetzt, es ist so ungefähr ein halbes Referendum, hat zusammengebrungen an Unterschriften. Grossteile natürlich für die Verfassung gemacht. Wie gesagt, ich kann nur sagen, danke vielmals euch allen weiter so. Das ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir etwas so mitmachen. Super! Ich freue mich so, dass ihr alle da haben können kommen. Und ich freue mich vor allem, was wir heute können übergeben können. Ich weiss nicht, ob es euch gegangen ist. Ich habe jeden Abend das Handy stundenlang angeschaut, um zu schauen, was sind die neuen Zahlen, was sind die neuen Zahlen. Es war ein Fieber. Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht. Aber wir haben es geschafft. Und zwar gut geschafft. Ich sage es noch nicht wie gut, aber wir haben es gut geschafft. Dank euch allen. Ihr seid die Grössten, die Bestesten. Jetzt müssen wir einfach noch schauen. Dass das mal die Schweizer Bürger dann verstehen, über was sie abstimmen. Was nicht unbedingt der Fall ist, wenn wir jetzt den Text anschauen auf dem Internet zu dieser Abstimmung. Also wir werden noch viel Erklärungsarbeit vor uns haben und auch in der Kampagne müssen wir genau auf die vier neuen Artikel, die müssen wir bearbeiten, müssen das den Leuten erklären, worum es geht. Aber ich bin sicher, da laufen wir alle Organisationen, die da mitgemacht haben, da laufen wir in die gleiche Richtung und machen das gut, dass der Schweizer Stimmbürger versteht, um was es geht. Hey, nochmal einen grossartigen Tag, auch wenn es regnet. Danke. Yeah.